Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Sterben um zu leben von Falco in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Sterben um zu leben von Falco, das Ganze aus dem Jahr 2018. So sieht das Ganze aus. Bevor wir die Folie abnehmen, haben wir hier noch einen Sticker, den wir uns kurz durchlesen. Und zwar lesen wir hier: Das Collabo-Album mit Kontra K, San Diego, Sido, Haze, Alias, Chelo und Abdi, Nassar und vielen mehr. 180 Gramm Red Vinyl. Gut, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Am besten direkt hier aufschneiden. So. So, jetzt sind wir den Sticker hier los und so sieht das Ganze dann aus. Also wir haben oben Falco Sterben um zu leben in Gold bzw. weißer Schrift und dann haben wir hier groß diesen Vogel, wenn ich mich nicht täusche, ist das hier ein Falke in Rot und Schwarz abgebildet, also vom Cover her echt mächtig, gefällt mir gut. Auf der Seite, auch wenn es hier recht klein und recht schwer zu lesen ist, aber wir lesen hier Falco Sterben um zu leben auf der Seite nochmals. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist und zwar haben wir insgesamt 12 Tracks an der Zahl auf A- und B-Seite verteilt. Also 6 Tracks auf der A-Seite, 6 Tracks auf der B-Seite. Und wir haben hier jede Menge Features, da es ja so ein Tribute-Album mehr oder weniger ist, wurden hier diverse Falco-Klassiker neu interpretiert von Deutschrap-Größen. Also wir haben hier mit dabei Kontra K, Sido, San Diego, Chelo und Abdi, Nico, Nuevo, Haze, Chugglers, Frauenarzt, Omika, Nassar, 3 Plus, Alias, Zugezogen Maskulin und Rio. Gut, also 12 Tracks an der Zahl. Hier unten haben wir dann noch Credits und Barcode. Und dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier die Vinyl in einer schwarzen Papphülle. Ansonsten hier nichts weiter drinnen. Die Vinyl kommt, wie gesagt, in so einer schwarzen Papierhülle. Und so sieht dann die Vinyl an sich aus. Gefällt mir richtig gut vom Design her. In Rot gehalten, hat auf jeden Fall was. Gefällt mir besser als dieses Standard-Vinyl, dieses schwarze, was man sonst immer hat. Falco, Sterbe um zu leben, A-Seite. Und dann haben wir auf der Rückseite noch natürlich die B-Seite. Und wir haben hier relativ klein bedruckt auch noch die Tracklist. Also die Tracks, die hier auf der B-Seite stattfinden, haben wir hier noch rundherum einmal klein aufgedruckt. Gut, das war's auch schon mit dem Inhalt. Also wir bekommen hier diese rote Vinyl mit der A- und B-Seite mit insgesamt 12 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition, Sterben um zu leben von Falco. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Falco unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!